Hallo, mir gefällt es an Lessings Version von der Fabel vom Fuchs und vom Raben besonders gut, dass er durch ein ganz kleines Detail die ganze Message der Fabel umkrempelt. Ich habe mich am Anfang schon gefragt, warum der Rabe das Katzenfutter stiehlt und warum er nicht den berühmten Käse im Mund hat oder im Schnabel. Und als es dann aufgelöst wurde am Ende, habe ich mich sehr gefreut. Es war eine sehr schöne Wendung am Schluss, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und ich war sehr positiv überrascht.